So, weiter geht's mit einer neuen Folge The Last of Us. Na, im Pausemenü bin ich zum Anfang der Folgen meistens, weil das Spiel halt wirklich sehr laut ist und es, ja, wird ein bisschen doof kommen, so Video geht los und dann irgendwelche Zombie-Schreie im Hintergrund, zumal es sind ja keine Zombies. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Virus heißt. Auf jeden Fall ist zu laut, deswegen starte ich im Pausemenü. So, wir machen weiter. Oh, verzeiht mir meine Stimme, die kackt heute wieder ein bisschen ab. Schon Hey. nicht so geil. Wir können So, uns im Theater da ausruhen. brauchen wir eigentlich gar nicht Das nachschauen. klingt absolut traumhaft. Na gut, da wäre vielleicht was, aber. Oh, doch, geschissen. Fast geschafft. Wir wollen ja irgendwie auch mal das Spiel durchkriegen, ne? Und sollten noch irgendwelche Geheimnisse offen sein. Ich hab dich. Gibt genug YouTube-Tutorials. Hier. Geht's? Beide ganz schön was abgekriegt. Okay, da hat sich scheinbar schon jemand verbarrikadiert. Okay, sieht gut aus. Na komm. Ich würde ja noch mal genau nachschauen. Ich weiß nie. Das ist ungewohnt hier mit dem Mikroform vor der Gusche. Aber ich habe ja mein Willst du mir sagen, was mit dir los ist? vernünftiges Mikro nicht hier. Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay. Du bist immun? Ja, das hat sie mehrfach Komm. gesagt, blöde Kuh. Ich wurde gebissen vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Auch oh, diese Grafik, ne? Schade, dass ich nur die PS4 Slim habe. Verletzung. Aber es ist trotzdem ein wunderschönes Spiel. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt auch sie. Der Diener. Wussten. Und jetzt du. Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Sag doch was. Ellie. Ich glaube, ich bin schwanger. Alter, diese Keine Grafik, Sorge, ne? das ist nicht deins. Was sollen wir? War das witzig? Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste Grund, es nicht. Gleich so anzumachen, Mann. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ellies Charakter gefällt mir in dem Teil nicht wirklich. Fand ich sie im ersten cooler. Ich. So dieses junge Hau drauf Mädel. Ich schau nach, ob sie sicher ist. Einfach scheiß auf alles und gib ihm. Würde ich aus.
Ich weiß gar nicht, war das der Kannibale oder wer war das, den sie da im ersten Teil so übelst mit der Machete oder was das war, zerhackt hat? Total geil. Eine der geilsten Szenen aus dem ersten Teil. So, wir schauen mal, ob das hier dann auch wirklich sicher ist. Und ich finde es halt auch wirklich schade, dass die Immunität von Ellie in diesem Teil nicht wirklich eine Rolle spielt. Da hätte man was draus machen können. Stattdessen ist es, so wie es den Anschein macht, wirklich einfach nur diese alte, bekannte Rache-Geschichte. Mein Gut, der Tod von Joel, der war heftig. Der war wirklich heftig. Heftig inszeniert und überhaupt, dass er gestorben ist, war... Ja, das war doll. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil nachher werden ja auch die Gründe offengelegt. Ich frage mich, wie viele in diesem Stück sterben. Warum er sterben musste. Dazu sage ich jetzt noch nichts. Ich werde mich nochmal dazu äußern, wenn es soweit ist. Das wird aber noch guten paar Parts dauern. Aber, ja. Also ich hätte gerne mehr von der Immunitätsstory gesehen, als halt so immer nur so eine Randbemerkung, so, ich bin immun. Ach so, ja, das ist natürlich, ich bin schwanger. Oder ich glaube, ich bin schwanger. Ja, so ein Racheplot kommt immer nicht so geil. Schwanger? Scheiße, schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Komm, das machen immer die Umstände. So, dann haben wir hier ganz viel zu lesen. So, 4. September. Achso, das war schon der Rest. So, wenden. Wie gesagt, wer es lesen möchte, darf gerne pausieren. Deswegen okay. Muss ich das immer so ein bisschen die Notiz ist alt. Offen. Trotzdem. Lieber vorsichtig. Naja, schauen wir mal, was uns jetzt hier noch erwartet. Ich weiß tatsächlich auch gerade gar nicht, an welchem Tag wir sind. Ich glaube, wir sind immer noch Seattle Tag 1. Noch mehr Komponenten. Hier haben wir nichts. Oh, da ist noch eine Tür. Employees only. Oh, hier geht's weiter hoch. Hier in die Spinte können wir nicht reingucken. Aha. Dann möchte ich da jetzt schon raus? Ich glaube eher nicht. Ich möchte erstmal hier reinluschern. Halt. Waffenteile. Auch wenn es nicht viele sind. Aber immerhin. Halt. Noch mehr Komponentas. Übrigens, verratet mir mal in den Kommentaren, ob ihr das nervig findet, dass ich auch hier, dass das Looten in den Parts macht, oder soll ich das rausschneiden, damit wir mehr Relevantes für die Story drin haben? Das müsst ihr mir dann mal sagen, wie ihr es gerne haben möchtet. Oh, das Funkgerät können wir, glaube ich, noch benutzen. Ja, machen wir gleich. Okay, mehr scheint es hier auch nicht zu geben. Dann benutzen wir mal das Funkgerät. Na, keine Ströme. Ich muss den Strom einschalten. Dann machen wir das. Das kotzt mich immer an, wenn meine Stimme so abkackt. Klingt immer wie so ein 15-jähriger Dulli. So, das sind wir dann auch schon oben. Dann hat sie sich die Kapuze aufgesetzt, habe ich gar nicht mitgeschnitten. Aber cool, dass das auch so überhaupt gemacht wird. So, ne, alles klar. Ist ein bisschen nass draußen oder es regnet halt. Setzen wir uns mal eine Kapuze auf. Shit. Bist du hinüber? Offenbar. Du bist kein besonders guter Elektriker. Immer diese Wortwitze. So. Da können wir... Achso, wir...
Macht das nicht mehr Sinn, wenn wir den Generator erst anschmeißen, wenn das Kabel dran ist? Geschafft. Das heißt doch, erst der Geber, dann der Nehmer. Ah, okay, das Kabel müssen wir gar nicht umklemmen. Okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Jetzt habe ich gesehen, wie sich die Kapuze aufsetzt. Finde ich sehr gut gemacht. Sowieso, es ist ein so schönes Spiel. Achso, jetzt könnten wir theoretisch das Funkgerät benutzen. Aha. Was ist das? Okay. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Gut, dann müssen wir doch mal wieder hier das Licht anmachen. Haha. Jetzt haben wir auch hier überall Licht. Hä, war ich hier eben schon? Nein. Aber hier gibt's auch nichts. Eine Sammelkarte. Gucken wir uns jetzt aber nicht an. Wir haben auf jeden Fall eine. Also, wer sich das als Walkthrough oder so nimmt, der weiß, wo man eine findet. So, da könnten wir noch durch. Da hinten waren wir schon drin. Dann gehen wir mal hier schauen. Ah, und dafür brauchen wir auch den Schlüssel. Gut, dann hätte ich das vorher gar nicht probieren brauchen. Okay. Also, habe ich nicht, aber ich hätte es ja auch nicht probieren brauchen, weil wir wären eh nicht durchgekommen. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Cooles? Ich sammle auch viel zu viel, ne? Joe. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen straight voran. Halt. Ja, ist nur eine Notiz. Ich dachte, da liegen Komponentas. Sick Habit. Krass. Mhm. Oh, alle Erlöse gehen an das Kinderzentrum Seattle. Coole Nummer. Okay. Dann haben wir auch die Setlist gesehen. Oh, gruselig. Ja, da kommt doch bestimmt auch gleich irgendwas. Niemals. Oh, eine Gitarre. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden sentimental. Ja, aber ohne Scheiß. Also, die Take-On-Me-Version von Ellie ist die beste, die ich bisher gehört habe. Das Original ist total geil, aber die Ellie-Version... Muah. Meinst du nicht, dass du die vielleicht noch stimmen solltest nach all den Jahren? Okay, macht sie. Selbst dieser kurze Ausschnitt war schon so schön. Oh, Rückblenden, ich liebe sie. Das klingt doch allmählich nach was. Ich bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja.
Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Ey, am liebsten würde ich den Part ich jetzt rate eigentlich jetzt beenden. Mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Damit wir keine Ahnung. Das in vollen Zügen auskosten ist können. Aber ein Dinosaurier? Ich werde es leider splitten müssen. Hör auf zu raten. Ich egal, sag's wir machen dir weiter. Nicht. Oh, es wird so wunderschön. Ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Wieso sagst du da nicht einfach ein Haufen Kätzchen? Ich weiß nicht wieso. Es heißt einfach Wurf. Echt voll dämlich. Es ist kein Wurfkätzchen. Okay, okay. Heißluftballon. Mehr gehen, weniger reden. Joel ist mir so sympathisch, auch wenn er in dem Teil wirklich ein bisschen sehr weich gespült ist. Sei vorsichtig. Alles gut. Schauen wir mal. Upp. Und wie man vielleicht merkt, Ellie kann Ellie. Oh, diese Katze. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Du wirst schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du findest schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Jetzt schmeißt du ihn rein. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ein Hirsch. Oh, ein Hirsch. Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Ach, die Beziehung zwischen den beiden finde ich so schön. So, wir tauchen. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel dabei reden, deswegen halte ich hauptsächlich meine Klappe. Genieß es einfach. Ist es mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Dann muss ich auf seine Ansage warten. Ach, jetzt geht's. Sowas finde ich immer nervig. Man hat doch gesehen, was man hat. Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Na komm, lass mich hoch. Hier. Okay. Ach scheiße, genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laser... Ach du Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach du Scheiße. Es ist ein...
ein gottverdammter Dinosaurier! Und es wird noch viel besser. Und damit verabschiede ich mich von heute, für heute von euch, so rum. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin.